Guten Morgen, 9 Uhr. Heute geht's zunächst zum Stanley Glacier. Ich laufe heute allein, weil Elke heute mal auf Höhenmeter verzichten möchte, einfach mal einen etwas ruhigeren Tag machen möchte und deshalb sich ein E-Bike in Kenmore geholt hat und nach Banff fährt, dort ein bisschen durch die Stadt schnöpert. Ich laufe trotzdem etwas. Ich habe mir heute zwei Trails rausgesucht. Mal schauen, ob der zweite geht. Da bin ich gerade schon vorbeigefahren. Da war ein sehr kleiner Parkplatz. Ich hoffe, dass ich da nachher noch was kriege. Ansonsten muss ich mir was anderes suchen. Jetzt zunächst erstmal Stanley Glacier. Hin und zurück 10, irgendwas Kilometer. Schauen wir uns mal an. Gut 1 Kilometer geschafft, 83 Höhenmeter, hier vor mir die Lower Falls. Man sieht, ich bin noch nicht sehr weit weg vom Highway. Bin jetzt ein paar Serpentinen hoch. Ist hier alles ein sehr junger Wald, deswegen kann man hier wunderbar drüber schauen. Ein schöner schmaler Weg mittendurch. Wirklich schick bisher. 2 Kilometer geschafft, 190 Höhenmeter. Erstmals richtig freie Sicht oder etwas mehr Sicht. Wirklich schön hier, muss ich sagen. Ein schöner schmaler Weg. Habe jetzt auch schon tatsächlich ein paar Mal geklatscht vor so Kurven. Mit der Bär weiß, dass ich komme. Ist doch ein recht enger, manchmal in Serpentinen verlaufender Weg, wo man dann doch nicht so weit nach vorn gucken kann. Der Ranger hat gesagt, man soll vor blinden Ecken auf sich aufmerksam machen. Da ich nicht singen will, klatsche ich einfach ein paar Mal, dann weiß der Bär, ich komme. ...2,3 Kilometer geschafft, habe jetzt gerade eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 köpfige Gruppe eingeholt. Hab die gefragt, aus welcher Richtung sie kommen. Ja, sie gehen auch jetzt erst in diese Richtung. Aber einer, der sehr kompetent wirkte, hat gesagt, 6 Gruppen vor uns. Weil ich gefragt habe, ob sie bisher einige Bären irgendwas gesehen haben. Wildlife, Bären. Er sagt, hier sind auf dem Trail sind eigentlich keine Bären zu erwarten und 6 Gruppen sind vor uns. Also sollte das alles ruhig vonstatten gehen, ohne Gefahr. Klar, keine Gewähr, dass hier nicht doch noch irgendwo was kommt, aber ja, Angst habe ich eigentlich nicht. Vorsichtig soll man immer sein. Ich werde ab und zu mal ein paar Geräusche machen und dann sollte das passen. Von dort hinten komme ich irgendwo her. Bin jetzt bei 4 Kilometer aus dem Waldweg. Ist ein steiniger, felsiger Weg geworden. Der offizielle Trail ist jetzt gleich irgendwann zu Ende. Mein Trek geht noch ein Stück weiter. Mal schauen, ob ich das auch mache. Aber erstmal gehe ich hier auf jeden Fall noch bis zum offiziellen Ende. Gucken, ob da ein Schild ist oder so. Mein Trek hat einen Wegpunkt. Der heißt offizielles Ende. Schauen wir einfach mal.
sieht nach ein paar Serpentinen aus. Hier gerade sind auch welche gegangen, aber der Weg führt nach hier oben. Es sind wieder überall kleine Wasserfälle. Hier ist ein kleiner, hier ist ein etwas größerer. Hier habe ich jetzt noch mal eine größere Gruppe eingeholt. Hier ist jetzt das offizielle Ende. 4,6 Kilometer, 365 Meter Anstieg. Wir haben es jetzt 10.15 Uhr. Ich bin eine Stunde und 15 Minuten unterwegs. Ich glaube nicht, dass man hier irgendwo noch zum Schnee kommt. Deswegen werde ich es an diesem offiziellen Punkt belassen. Hier ist noch mal schön der Wasserfall. Mein Trek ist noch ungefähr einen Kilometer weiter gegangen, aber das wird jetzt hier echt so unwegsam. Der ist jetzt auch nicht mehr gewartet ab diesem Punkt. Und da ich ja noch einen anderen Trail laufen will, denke ich, belasse ich es hier bei dem Punkt. Auf dem Rückweg habe ich jetzt eine schöne Sicht auf die gegenüberliegenden Berge. Hier zwischen ist unten irgendwo die Straße, der Highway. Sieht schon schick aus hier. Aber Gletscher, ja, der wird das hier oben wird der Gletscher sein, denke ich mal. Die dicke Eisschicht dort oben wird der Stanley Gletscher sein. Ja. Ich habe jetzt hier kurz eine Viertelstunde Pause gemacht, habe ein paar Fotos gemacht und laufe jetzt wieder zurück. Das ist gar nicht die Gruppe, die ich auf der kleinen Brücke eingeholt habe. Die waren eigentlich genau hinter mir. Die müssen hier vorne irgendwo bei den Bäumen eine Pause gemacht haben, dass sie gar nicht bis hierher laufen. Erstmal. Weil die waren eigentlich auf die, ach, da kommen sie jetzt. Hier aus dem Wald, kaum spricht man von ihnen. Die werden da eine kurze Pause gemacht haben irgendwo. Jo, dann gehe ich jetzt mal zurück zum Auto. Und dann hoffe ich, dass ich auf dem nächsten Parkplatz einen freien Spot finde. Der sah sehr klein aus. Das wird spannend. Ansonsten muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Wäre schade. Aber jetzt laufe ich erstmal zurück. So, jetzt auf dem Rückweg ist das Licht ein bisschen besser, um den Trail mal zu zeigen. Ich bin jetzt von dem Steinigen wieder weg. Da hatte ich ja auch kurz gefilmt beim Weglaufen. Es wird jetzt langsam, aber sicher wieder der Waldweg. Ein paar Steine liegen hier noch. Und irgendwann ist es dann wieder der ziemlich gut zu laufende oder sehr gut zu laufende glatte Waldweg zwischen den Bäumen. Hier muss man jetzt gerade noch so ein bisschen aufpassen, dass man nicht stolpert, wenn man zu sehr nach oben guckt. Man will natürlich auch hier rechts und links so ein bisschen schauen und schwupps ist man unten über einen Stein gestolpert. Hinten nochmal. Ich vermute, dass dort oben dass der Gletscher ist. Kann eigentlich nichts anderes sein. Noch knapp 2 Kilometer bis zum Parkplatz. Oh, wir sind jetzt massig Gruppen entgegengekommen. Zwei große Gruppen mit mindestens 7, 8, 9 Leuten. Das sah aus wie eine geführte Tour. Die haben alle irgendwie so einen Zettel wieder dran gehabt am Gürtel. Irgendwie so eine Karte oder so. Und dann, boah,
5 oder 6 kleinere Gruppen noch. Also da hinten wird es jetzt richtig voll. Ich weiß gar nicht, wie die alle auf dem Parkplatz hier einen Platz gefunden haben. Der war ja doch schon recht voll. Und entgegengekommen heute früh ist mir nur eine Familie, also nur ein Auto weg. Keine Ahnung. Werden wir gleich sehen, ob die den Parkplatz einfach zugeparkt haben. Und dann wird es spannend, ob ich auf dem anderen ein Plätzchen finde. Der Strom reißt nicht ab. So groß war der Parkplatz gar nicht. Und der war heute früh schon voll. Aber mir sind jetzt ein paar Gruppen entgegengekommen, wo immer einer ein T-Shirt von... Hi! Ein T-Shirt mit der Aufschrift Backroads anhatte und ein Funkgerät. Vermute, dass das alles kleine geführte Touren sind. Vielleicht werden die hier rausgeschmissen und das Auto fährt wieder weiter. Keine Ahnung. Backroads zu Autos sind mir, glaube ich, auch schon aufgefallen. Wir werden sehen. Die kommen immer mehr. Hi. Hallo. Hier wieder so eine große Gruppe mit Funkgerät. Hallo. Hi. Hello. Hello. Hey. So Kelly, we'll come back down there. Wieder so eine Riesengruppe und die junge Dame mit Funkgerät hatte wieder ein Backroads-T-Shirt an. Also das kann eigentlich nicht anders sein, als dass die hier die nächsten auch wieder Backroads, dass die mit dem Shuttle herkommen. Hi! Hallo! Hello. Ups, sorry. Also wenn da unten nicht ein 50er-Bus Backroads und die alle steht und die alle irgendwie versetzt loslaufen, kann das nicht anders sein, als dass die hier rausgeschmissen werden. Okay, also die parken auch auf dem Standstreifen. Dann sollte ich auf jeden Fall auch kein Problem kriegen beim nächsten Parkplatz. Dann, das mache ich dann genauso. Da werden ja dann schon einige stehen, falls der voll ist. Und da sehe ich wieder einige Backroads-Autos. Ja, sind einige Truppen unterwegs gewesen. Wie ich es mir schon gedacht habe. Hier stehen drei Backroads-Autos. Hätte fast mit noch mehr gerechnet. Parkplatz ist jetzt ganz gut voll. Ich bin wieder am Auto nach ziemlich genau 2,5 Stunden mit einer kurzen Pause oben. Waren das jetzt 9,2 Kilometer. Jetzt fahre ich erstmal zum nächsten Trailhead, mache dann eine kurze Essenspause und laufe dann noch einen Trail. 12 Uhr, ich beginne meinen zweiten Hike zu den Vista Lakes, Twin Lakes. Ich glaube, da hinten ist ein Schild, dass man noch ein bisschen besser lesen kann. Und der erste See wird sein der Vista Lake, 1,5 Kilometer, dann 5 Kilometer der Arnica Lake, Upper Twin Lake, ein Campground und der Lower Twin Lake. Das wird dann mein Umkehrpunkt spätestens, wenn ich überhaupt so weit gehe. Das weiß ich noch nicht. Bis zum Arnica 100%, denke ich mal. Der Rest wird sich zeigen. Es geht jetzt zunächst erstmal bergab.
anders als sonst bisher im Urlaub. Der Vista Lake. Da werde ich wahrscheinlich noch näher rankommen. Oh, sieht schon mal ganz nett aus, muss ich sagen. Erster Kilometer, soeben beendet. Ist leider komplett Gegenlicht. Kilometer 2,5. Seit ich unten am See war, geht es jetzt stetig bergauf. So ein schöner, schmaler Waldweg wieder. Aktuell sehr viele Wurzeln. Ist unwahrscheinlich warm geworden. Ich schwitze gerade extrem. Vermute hier in der Bildmitte, da ist mein Parkplatz über dem See, das da unten müsste der Vista Lake sein. Der Trail an sich, wieder mal nichts Schönes, geht hier die ganze Zeit relativ steil berghoch. Ich denke, ich werde am Annika Lake dann umdrehen. Bin klitschnass geschwitzt. Wenn ich da umdrehe, sind es auch wieder 10 Kilometer. Dann habe ich meine 20 heute wieder. Und das reicht. Schöner kleiner Teich. Aber der Annika Lake dürfte es eigentlich noch nicht sein. Das wäre ein Kilometer zu früh. Deswegen gehe ich mal noch ein Stück weiter. Mal schauen, ob der noch kommt. Oder ob er das sein soll. Knappe 5 Kilometer. Und ich bin am Annika Lake. Gerade noch eine Familie eingeholt. Die sind jetzt hier natürlich auch. Ich werde mir jetzt hier drüben irgendwo ein Plätzchen suchen und eine Pause machen. Ich glaube nicht, dass ich noch weitergehe. Ich habe eine kurze Pause am See gemacht. Für eine längere Pause lädt der nicht so richtig ein. Haufen Mücken. Ja, habe kurz was getrunken. Hunger habe ich nicht so richtig. Ich werde am Auto noch mal ein Brötchen essen. Ich mache mir jetzt auf den Rückweg. Wir haben es jetzt 14 Uhr. Hierher habe ich 1,40 gebraucht. War unterwegs doch
aufgrund der Steigung etwas langsamer. Mal schauen, wie das jetzt runter zugeht. Waren doch 580 Höhenmeter auf die 5 Kilometer bzw. auf 4 Kilometer. Der erste Kilometer ging ja runter. Den muss ich dann jetzt dann hoch. Da war nicht so viel. Waren, glaube ich, 80 oder 100 Meter, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall jetzt erstmal 4 Kilometer bergab mit gut 600 Höhenmeter. Ich glaube, das müsste eigentlich runter zu alles ganz gut gehen. War jetzt nichts Rutschiges dabei. Deswegen denke ich mal, vielleicht anderthalb Stunden. Mal gucken. Mich hetzt keiner. Ja. Dann muss ich eine Stunde zum Hotel fahren. Ja, denke mal, vor 16, 17 Uhr werde ich nicht am Hotel sein. Mal schauen. Noch 2,5 Kilometer. Mit Schönheit glänzt der Trail nicht. Ist, läuft sich runter. Nicht so toll, wie ich es gedacht hatte. Hoch ist es echt anstrengend. Da war überall Sonne. Klitschnass geschwitzt war ich. Runter muss man jetzt hier doch wieder ziemlich aufpassen. Wobei, hier geht's jetzt. Jetzt noch ein guter Kilometer, ein bisschen abwärts. Und dann geht's den letzten Kilometer bergauf. Der See war jetzt auch leider nicht ganz so schön. Also da haben wir gestern mit dem Rockbound alles richtig gemacht. Der war richtig schön, da war der Weg auch einfacher zu laufen, schöner zu laufen. Auch wenn es die erste Zeit auch nur durch Wald geht und man nicht viel gesehen hat, aber der Weg war einfach schöner zu laufen. Der hier ist einfach nur anstrengend zu laufen. Nicht anstrengend vom Fitnesslevel her, obwohl es schon gut berghoch geht da hinten. Aber halt auch anstrengend vom Gehen, vom Setzen der Schritte. Macht nicht so viel Spaß. Da war der Trail gestern viel schöner. Das ist halt, wenn man Vergleichsmöglichkeiten hat, dann merkt man, welcher Trail nicht ganz so schön ist und welcher See nicht ganz so schön ist. Das Ufer da war jetzt nicht so toll zum Sitzen. Da waren ein Haufen Mücken. Das war gestern alles überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz bin ich froh, den gegangen zu sein. Und ja, ich glaube noch so 20, 30 Minuten, dann bin ich wieder am Auto. Ich bin wieder am Vista Lake. Noch 1,3 Kilometer. Jetzt geht es so leicht bergauf. Uhr. Bin in anderthalb Stunden wieder am Auto gewesen. Jetzt trinke ich ein bisschen was und dann fahre ich so langsam Richtung Hotel. Es ist 19.30 Uhr. Wir waren jetzt noch mal eine gute anderthalb Stunde, glaube ich, in der Stadt. Es ist wahnsinnig warm. Handy sagt 29 Grad, also Wetterbericht, könnte hinkommen. Was auffällt, hier laufen, also hier fällt man nicht auf, wenn man in die Stadt läuft. Hier laufen wahnsinnig viele, anders als in den Staaten, geht man hier wohl eher auch mal 2-3 Kilometer zu Fuß. Fällt positiv auf, aber ist echt wahnsinnig warm noch. Wir laufen hier gerade über die Autobahn. Da vorne ist unser Hotel.